In der kanadischen Metropole Toronto hat ein Mann einen Lieferwagen in eine Menschenmenge gesteuert und mindestens 10 Menschen getötet. 15 weitere werden verletzt, wie die Polizei mitteilt. Der Fahrer wird festgenommen. Es handelt sich um einen 25-Jährigen aus dem Norden Torontos. Der Mann handelte nach Angaben der Polizei vorsätzlich. Laut Kanadas Regierung gibt es keine Gefahr für die nationale Sicherheit. Die Tat ereignete sich auf der belebten Yonge-Straße. Der Fahrer hatte den Lieferwagen von der Straße mit voller Geschwindigkeit auf den Gehsteig gelenkt.